Hey, liebe Leute, willkommen zu... Ich werde direkt angegriffen. Willkommen zurück zu Let's Play. Ja, A Very Classic Christmas einer Tomb Raider 2. Aua. Custom Map von Agent XP. Im letzten Part haben wir das erste und zweite kurze Level dieses Levels abgeschlossen. Oh, da kommt noch einer, als ob. Okay, der hatte nicht mehr viel. Und wir befinden uns im dritten Level. Und ich persönlich vermute jetzt mal dem letzten, und das Trail. Und Santa hat seine ganzen Geschenke. Ja, sagen wir mal, fallen lassen. Und die müssen wir jetzt für ihn holen. Ja. Willkommen zurück. Ich bin heute wieder allein in den letzten beiden Parts. Oh, moin. In den letzten beiden Parts war ja der liebe, gute, alte Dave dabei. Und fand ich auch sehr cool. Aber die Zeit hat jetzt nicht ausgereicht, um noch wesentlich mehr Videos gemeinsam zu produzieren. Mir ist, ich hatte einen kleinen Mini-Datenverlust, sage ich mal. Deswegen musste ich einen Teil dieses Levels hier nochmal neu spielen. Nach dem letzten Part offscreen. Und dabei habe ich eine Sache gefunden. Und ich will jetzt mal ganz kurz gucken, ob es möglich ist, das noch jetzt im Nachhinein noch zu holen oder ob da sich irgendwas geändert hat. Aber ich habe da was gefunden und ich dachte mir, das kann ich jetzt eigentlich euch nicht vorenthalten. Und ist eigentlich eine Sache, über die ich in dem Moment sogar nachgedacht habe, aber dann irgendwie im Eifer des Gefechts und des Gesprächs gar nicht länger beachtet habe. Und zwar, als hier diese Kugel rausgefallen ist, dachte ich mir, oh, da liegt doch bestimmt wieder was drin. Und hab's aber, weil ich gerade mit Dave am Sprechen war und so, dann wieder total vergessen. Und ja, offscreen war ich dann nochmal hier. Und deswegen dachte ich mir, es lohnt sich jetzt nochmal ganz kurz zurückzufahren und euch das zweite Secret dieses Levels zu zeigen. Blum. Außerdem stand ich tatsächlich zwischen diesem und dem letzten Part stand ich im ganz kurzen direkten Austausch mit der Creatorin dieses Levels, also mit Agent XP. Nachdem ich ihr unter einem ihrer Videos einen Kommentar hinterlassen habe, haben wir uns kurz mal so ein bisschen darüber unterhalten. Und da habe ich erfahren, dass es tatsächlich, ich habe mir nicht, what the fuck, okay, ich weiß nicht wie. Vielleicht ist es durch alle drei Secrets finden oder so, aber es soll tatsächlich möglich sein, im ersten Level die Uzis zu finden. Habe ich nicht, wie ihr unschwer erkennen könnt. Ich habe ganz viel Uzi-Munition, aber da hört es leider auf. Und ich wette, man bekommt es, wenn man die drei Secrets findet. Aber ich glaube, wir hatten nur eins. Und das zweite hatten wir, glaube ich, irgendwo mal in der Ferne gesehen, aber nie aufgehoben. Beziehungsweise nicht rangekommen oder was auch immer. Was macht denn der eigentlich da? Ja, deswegen fehlen die uns jetzt, aber ich denke, da das hier jetzt kein komplettes Spiel ist, in dem wir uns auch irgendwie, keine Ahnung, darauf vorbereiten. Oh. Der Schalter ist kaputt. In dem wir uns irgendwie darauf vorbereiten müssen, dass es einen großen Endboss am Ende gibt oder so, ist das jetzt, glaube ich, halb so wild. Dass wir hier ausnahmsweise mal nicht alle Waffen mit unendlich Munition haben. Wo ist er hin? Hey, die Tür war doch gerade noch zu, oder? Oh Gott, da kommen noch mehr. Da hebe ich jetzt, glaube ich, doch nochmal die Schrotflinte auf. Gerade weil die hier einfach so viel Schaden machen. Okay, jetzt geht mir, glaube ich, die Muni aus gegen ihn hier, da er ja schon viel HP durch mich verloren hat. Würde ich mal mit den Pistolen weitermachen. So. Haben wir hier mal ein kleines bisschen aufgeräumt. Der gibt mir jetzt natürlich wieder Uzi-Munition. Grr. Naja, aber mit den Granatwerfer Dosen können wir auf jeden Fall, Hülsen können wir auf jeden Fall was anfangen. Hast du auch was fallen gelassen? Oh, doch, doch hatte. Automatic-Munition, wenn ich mich nicht täusche. Aha. So.
Was haben wir hier? Dieses Haus kennen wir ja ungefähr so auch aus dem. Oh Gott, da ist jemand drin. Da sind zwei. Noch. Ganz schön viele Gegner jetzt hier. Da muss ich mich mal kurz nochmal heilen hier. So, immer schön in den Rücken. Dann können die einen nicht abschießen. Ah, ja, und ich sehe schon, der hier in der Hütte ist, der hat richtig Bock drauf, mir richtig auf den Sack zu gehen. Ich bin mir nur noch nicht sicher, ob ich da so Bock drauf habe. Beziehungsweise ich bin mir auch nicht sicher, was ihn jetzt triggern würde. Wahrscheinlich das Geschenk aufzuheben. Mal gucken. Aha. Oh, ich sehe gerade was. Moment mal. Falls ihr unten so ein Symbol seht. Nein, nicht. What the fuck? Was auch immer ich gerade gedrückt habe, diese Funktion von Tomb Raider habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Aber es scheint eine Funktion zu geben, ohne das Menü zu öffnen, in den Titelscreen zurückzukommen. Über das Numpad, das ist interessant. Ja, irgendwie, ich weiß nicht wodurch genau, aber mein altes Aufnahmeprogramm ist gerade einfach angegangen. Deswegen war da kurz ein bisschen so ein Symbol. Ja, sollte jetzt aber wieder weg sein. Gut. Ich habe das Geschenk mitgenommen, aber Monsieur ist immer noch hier drin. Daher erstmal keine Ahnung. Okay, jetzt ist die Frage. Was machen wir? Wir haben hier einen neuen Weg offen. Wir haben hier eine halbe Brücke. Allerdings ist auf der Seite der Schalter hier. Jetzt frage ich mich nur, ist das wieder so ein Wechselding? Ah ja. Ja, okay, dann ist aber, glaube ich, des Rätsels Lösung recht naheliegend. Ich hole mir das Schneemobil, pack das auf die mittlere Plattform, steig ab, spring rüber, mach auf und dann kriege ich das Mobil hier rüber. Das würde ich auch erstmal machen. Wir sind ja am Ende des letzten Parts mit Dave gemeinsam einmal in diese Schlucht hier gesprungen und haben dabei festgestellt, wo ist der Bro, der hier noch rumgeflogen ist eigentlich? Haben dabei gemeinsam festgestellt, dass auch da unten noch Geschenke auf uns warten. Das bedeutet, ich muss ja irgendwie da hoch. Darunter. So. Aber das wiederum bedeutet, dass ich irgendwie darunter muss und der dann halt auch wieder hoch kann. So, aber ich frage mich jetzt gerade nur, wäre das jetzt klug, erstmal hier oben alles zu machen und dann runterzukommen? So, oder. Ah, wahrscheinlich öffnet sich das wieder so ähnlich wie mit den Fischen, wenn ich eine bestimmte Anzahl Geschenke aufgesammelt habe. Oder ist es sinnvoller, ja, erstmal alles hier oben zu machen, erstmal alles da unten? Wie erspare ich mir Zeit quasi? Beziehungsweise ich bin jetzt nicht irgendwie mega unter Zeitdruck, aber mein Plan war ja doch schon so, am besten vor den Weihnachtstagen das Projekt hier schon fertig zu haben oder maximal noch so ein Part zwischen Weihnachten und Silvester hochzubringen. Mal gucken, aber eigentlich. Eigentlich, gut, dass ich gespeichert habe. Eigentlich schätze ich das so ein, dass ich es vor Weihnachten noch schaffen könnte, aber mal gucken. So. So, okay, alles klar, ganz langsam und entspannt. Okay, so. Absteigen. Jetzt habe ich doch hier schon wieder so einen Dude gehört. Fliegt der. Und, ne, jetzt habe ich ihn da gehört. Oh, er ist direkt über mir. So, eigentlich bin ich ja, wisst ihr ja, nicht so fürs Tiere töten und sowas, aber ich weiß nicht, wie ich mich sonst wehren soll, wenn der mich angreift. Und in der Notlage muss das wohl passieren. Uah! Ja, das war so ein bisschen meine Befürchtung, dass ich da jetzt nicht mehr ordentlich vorbeikomme, aber hat funktioniert. Ich hol's mir jetzt auch direkt mal rüber, einfach damit die Gefahr, dass hier noch irgendwas passiert, einfach weg ist. So. Jetzt können wir es hier parken und gut ist. Nochmal speichern. Und falls wir es auf der anderen Seite nochmal brauchen, wovon ich jetzt erstmal nicht ausgehe, kriege ich es auch easy wieder rüber. So, jetzt ist die Frage, springe ich jetzt runter oder klettere ich langsam runter, weil da sind ja auch so Plattformen und sowas. Oder gehe ich erstmal den Weg? Oder was ist denn hier?
Eine Tür ist aufgegangen. Jetzt ist die. Oh, eine Tür ist zugegangen. Nee, dann werde ich laden. Dann werde ich das erstmal nicht machen. Meine Vermutung ist, dass es irgendwie machbar ist, von ganz unten bis nach hier oben wieder hochzuklettern. Deswegen habe ich an sich jetzt kein schlechtes Gewissen, da runter zu gehen. Ins Wasser springen muss ich so oder so, weil im Wasser ja auch Geschenke liegen. Die Frage ist eben nur, ist es besser, sich runterzuarbeiten und auf dem Weg alles aufzunehmen oder erstmal ganz runter zu gehen und sich hochzuarbeiten und auf dem Weg alles nach oben mitzunehmen? Das weiß ich nicht, das kann ich nicht einschätzen. Ich habe so ein bisschen so eine Befürchtung. Da liegt ganz viel Munition und sowas drin. Ich habe so ein bisschen so eine Befürchtung, dass es vielleicht so ist, dass es wie bei der Plattform da manchmal nur möglich ist, an Sachen ranzukommen, indem man wieder tiefer springt. Und das wäre erstmal recht ungünstig, aber ich glaube, ich probiere jetzt den. Ich werde mir das da einfach so holen. Ich mache einfach mal einen neuen Speicherplatz. Und den Rest dann beim Hocharbeiten. Okay, das lief jetzt ein bisschen anders als erwartet und das ist auch ein bisschen höher, als ich gedacht habe, ehrlich gesagt. Ich wollte jetzt eigentlich von hier aus auf die Plattform springen. Aber jetzt habe ich so ein bisschen Sorge, dass es doch zu hoch ist. Es kam mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht zu hoch vor, aber... Ja gut, wenn ich jetzt einmal ein Medipack mehr benutzen muss. Wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass mir die Medipacks jetzt unbedingt ausgehen. Deswegen kann ich jetzt auch ruhig mal, keine Ahnung, zwei kleine oder ein großes nehmen. Wie viel habe ich? 7, 4. Ich nehme erstmal nur ein kleines. Kann ja notfalls später nochmal nachlegen. So. Und ja, ich höre auch schon wieder... Da. Komm, komm, komm. Ja, genau über mich kann ich nicht schießen. Und das weißt du. Danke. Sorry. So, da haben wir noch eins. Hatten wir auf der Seite auch eins. Weiß ich gerade nicht. Ich hole mir jetzt auf jeden Fall erstmal das da unten. Weil, wie gesagt, unter Wasser. Also, ich muss sowieso runter, deswegen. Und ich habe mehr auf dem Weg hier jetzt auch gar nicht gesehen. Vielleicht sind hier auch nur die beiden. Irgendwie kann ich es mir nicht vorstellen, aber... Mal gucken. So, auf jeden Fall waren es noch nicht alle. Sonst würde das aufgehen. Da drin ist auch noch ein Geschenk. Also es wird auf jeden Fall irgendwie notwendig sein, da nochmal reinzugehen. Vorausgesetzt, es ist so, dass ich wirklich alle brauche, aber ich wüsste nicht, warum nicht. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob Santa da irgendwas gesagt hat, dass wir irgendwie nur eine bestimmte Anzahl brauchen oder so. Okay, what the fuck? Sie hat gerade sich sehr, sehr lange geweigert, die aufzuheben. So, hier ist ein Wasserfall. Hinter dem Wasserfall ist auch ein bisschen was Kletterbares. Gut, dass es hier nicht diesen Friesigkeitsgrad gibt, weil sonst wäre ich wahrscheinlich gleich tot. So. Okay. Schauen wir uns mal noch ein bisschen um. Weil ich habe mir natürlich jetzt noch nicht alles hier umgeschaut. Würde auch lieber noch mal einmal mehr bis ganz hinten und zurück schwimmen. Ja, einfach weil ich mir vorstellen könnte, dass da noch irgendwo was liegt. Und selbst wenn ich nur noch, keine Ahnung, noch ein Pack mehr Fackeln finde oder so, ist besser, als wenn ich ein Geschenk übersehe, nicht wahr? Ja. So, was ist hier? In dieser Kuhle gar nichts. Hier dann aber auch nichts mehr. Ne, es sieht eher so aus, als hätte ich jetzt alles gefunden. Was hier so auf der Wasserebene zumindest ist. Dann wäre jetzt die nächste Aufgabe nur, oder die nächste Challenge besser gesagt, den Weg herauszufinden. Heißt erstmal überhaupt eine Kante zu finden, die tief genug ist. Die hier zum Beispiel sieht gut. Naja, das ist eine Schräge. An der Schrägen kann ich mich vom Wasser aus nicht hochziehen. Das wäre ja zu einfach. Okay, also es muss irgendwo hier eine flache, tiefe Plattform sein. Oder eine Höhle unter Wasser. Oder das hier geht nicht, ne? Nee. Von der aus hätte ich in die Mittelplattform wieder rüberspringen können, aber man kann sich nicht unter Wasser aus Regen raushangeln. Aber das hier sieht tatsächlich aus, als wäre das der Ausgang. Jawohl. Gut, dann haben wir das geklärt. Dann müssen wir jetzt nur wieder bis einmal ganz hoch.
Sekunde, ich muss mal ganz kurz eine Nachricht lesen. Okay, sorry. Das war gerade eine wichtige Nachricht, auf die ich zumindest mal ganz kurz reagieren musste, dass ich es gesehen habe. Aber jetzt geht das Ganze mal weiter. So. Das sieht aus wie eine Leiter, mit der ich wieder hochkomme. Problem ist, es sind noch so viele andere Wege. Also ich kann mir zum aktuellen Zeitpunkt nicht vorstellen, dass es an der Stelle aufhört. Da drüben, klar, da ist die... Vielleicht ist der ganze Weg da drüben aber auch wirklich nur, um an das eine Geschenk zu kommen, was ich ja mittlerweile schon habe durch den Sturz. Aber ich kann halt hier übers Eck, komme ich halt bis da drüben und ich frage mich halt, wie gesagt, ob das sinnvoll ist. Ich würde es einfach lieber nochmal probieren, wie gesagt. Lieber finden wir noch ein Pack Fackeln mehr oder laden einmal mehr, statt irgendwas Relevantes zu verpassen. Wow. Da wurde sie witzigerweise gestoppt. Ja, da ist es wirklich so. Da kletter ich jetzt einfach hoch und gucke von oben nochmal, ob da irgendwas ist. Ich bin unsicher. Ich weiß doch auch nicht. Ich kann ja nicht alles wissen. Oh, nee, okay. Nö, wisst ihr was? Das ist mir zu doof, wenn sie da jetzt jedes Mal stecken bleibt. Ich gehe jetzt erstmal den normalen Weg, in der Hoffnung, dass ich den überhaupt gehen kann und dass der nicht zu tief ist. Zu hoch ist, meine ich. Das sieht gut aus. Und dann gucke ich einfach von oben nochmal, ob es irgendwie einen sinnvollen... Also, ob es überhaupt einen Grund gibt, das noch zu machen oder ob ich dann jetzt einfach weitergehe und gut ist. Weil wenn da unten nicht noch ein Geschenk ist, dann wüsste ich nicht, warum ich damit jetzt noch länger meine und auch eure Zeit verschwenden sollte. Allerdings sind da wieder so sehr viele Schrägen, die aussehen, als wäre da irgendein Secret. Und auch hinter dem Wasserfall war ja noch diese greifbare Kante. Ja, mein Forschungsdrang sagt da jetzt wieder, wollen wir doch mal gucken. Mann, ja, aber ich wüsste nicht... Kann ja dann nur an der Ecke da unten. Okay, jetzt gucke ich mir gleich von oben nochmal an, was ich mir jetzt aber auch erstmal noch von oben angucke. Ist die Ecke um den Wasserfall rum. Ja, wir haben ja gesehen, da, man konnte da ein bisschen hinter. Und ich kann mir irgendwie schwer vorstellen, dass es einfach nur eine Textur war. So allein, weil da unten ein kleines Medipack und da eine fucking Höhle ist. So. Ich probiere das jetzt mal. Mal gucken, was passiert. So, von oben runter droppen wird nichts. So, auf das kleine Medipack kann ich jetzt auch verzichten. Das ist jetzt nicht meine Priorität. Ich würde gern genau dorthin. Ich probiere es jetzt erstmal, einfach um rauszufinden, was es... Digga. Was es ist, probiere ich es erstmal nochmal, indem ich Fallschaden in Kauf nehme. Ich habe hier das letzte Mal gespeichert. Grr. So. Dann jetzt nochmal speichern, weil ich den Sprung sicherlich nicht direkt wieder schaffen werde. Geht das aus dem Stand? Ja. Okay, so. Okay, das ist direkt eine Schräge, das ist gut zu wissen. Aber von hier aus komme ich auf jeden Fall an die Schräge. Jetzt bin ich nur falsch rum, oder? Den Sprung werde ich nicht rückwärts schaffen, ich kann mich aber drehen in dem Teil. Und finde Uzi-Munition. Krankenwagen, halt die Schnauze. Ich finde nicht nur Uzi-Munition. Oh mein Gott, nice. Nice. Wir haben sie doch noch. Obwohl wir sie, glaube ich, im ersten Level verpasst haben. Ja, wunderschön. Da kann ich mich ja sogar drüber freuen. Das ist toll. Das finde ich eine sehr schöne Sache. Jetzt frage ich mich nur, was da noch ist. Oder ob da noch was ist. Das gucken wir uns auf jeden Fall gemeinsam noch an. Ich werde natürlich den Weg nach oben wieder klettern müssen. Aber keine Sorge, das schneide ich auf jeden Fall dann raus. Wow. Ich will nur wissen, ob da was ist. Wir... kann das ja mal auf diese Art und Weise machen. Ja, da ist auf jeden Fall was. Aber ich habe gar nicht gesehen, was. Ich habe Angst, dass da ein Geschenk ist.
Das wäre ganz ungünstig, sagen wir mal. Wie würde ich denn da rankommen? Von der Plattform aus, oder? Ach du Scheiße, wie mache ich denn das? Von der Schräge darüber, dort runter. Oh Gott. Probieren wir es mal. Ja. Okay. Nee, das geht nicht. Ich muss auf die Plattform da kommen. Aber wie komme ich denn auf die Plattform? Da muss ich eigentlich von oben, oder? Was ist denn hinter mir? Ist hinter mir was? Ich weiß es nicht. Ich muss es probieren. Schräg hinter mir wäre was. Aha. Oder ich versuche einfach den Winkel. Nee, das kann ich nicht schaffen von der Weite. Das ist zu weit. Ja. Okay, aber ich kann. Okay. Reagier halt nicht auf meine Tastendrückung. So, und. So. Hallo? Hä? Warum reagiert sie nicht auf, was ich drücke? Was soll denn das? So, nochmal springen. Und springen. Okay. Interessant. Jetzt wird's spannend, sagen wir mal. Dann machen wir es so. Jetzt bin ich mit dem Kopf dagegen gekommen. Oh, das ist ein nerviger Sprung. Das juckt mir gerade irgendwie im Arsch. So, und so. Und ja, das ist halt das Problem an der Stelle. Ich müsste eigentlich. Also, was ich machen müsste, ist. Erstmal dagegen. So, jetzt hangeln. So, ganz zur Seite. Jetzt müsste ich hoch im Sprung eine Rolle machen und mich dabei leicht nach rechts lenken. So, okay, nee, das funktioniert nicht. Oh, aber so komme ich in das Medipay. Vielleicht war das kein Nachteil. Moment. Vielleicht war das noch kein Nachteil. Weil von hier aus könnte ich auf diese Schräge, aber mit der Sprungregel komme ich niemals darüber. Wie komme ich auf diese Plattform da oben? Außer von ganz oben runter zu droppen. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass ich da nur mit dem Drop rüberkomme. Weil das hier wüsste ich jetzt nicht, ehrlich gesagt, wie ich diesen Ecksprung schaffen soll. Also gerade, weil es nicht nur um die Ecke, sondern es ist einfach zu weit. So, das ist das Ding. Ich müsste halt von hier ungefähr so abspringen, aber es ist trotzdem zu weit, glaube ich. Scheiße, aber es war sehr knapp. Es war sehr knapp. Ich glaube, das war wirklich sehr knapp. So, lass mich das nochmal neu ausrechnen. So, und okay, nochmal. So, ich muss von hier noch ein Stück zur Seite, noch ein Stück nach hinten. So, und so. Nee, das war nicht. Das war ein schlechter Winkel. Oh, jetzt fange ich an, irgendwelche Tomb Raider-Sprünge zu berechnen. Kamera bitte andersrum, danke. Und komm. Es war noch ein kleines Stück zu großer Winkel, dass es sich noch nicht festhalten kann. Wenn ich den Winkel noch ein kleines bisschen tighter kriege, dann ist das drin. So ungefähr. Immer noch nicht. Kann ich mich da nicht festhalten? Oder war wirklich immer noch der Winkel zu krass? Oh, Jesus, Motherfucker. Als ob. Liebe Leute, wir sehen uns gleich oben wieder. Ich habe meinen Zettel gerade gar nicht parat. Wie schreibe ich mir jetzt den Schnitt auf? Wie wäre es erstmal auf diesem Einkaufszettel? So, ich bin wieder oben. Was wir jetzt noch machen, ist auch an der Stelle nochmal runterzuschauen. So, wie gesagt, ich möchte einfach nur gerne verhindern, dass wir am Ende sehen, oh, uns fehlt ein Geschenk und dann liegt sie hier auf irgendeinem blöden Vorsprung. Weil da hinten sieht auch aus, als wäre da irgendeine Höhle und da ist auch eine Plattform, wo ich stehen kann und bla bla bla. Ich würde einfach nochmal ganz kurz hier runter gucken, die man nochmal speichern, sonst muss ich wieder komplett hochklettern. So. So, weil ich sehe diese Lücke da und die Lücke da gefällt mir gar nicht, weil dahinter ist irgendwas. Die Frage ist, wie komme ich da hin? Ohne abzusterben. Von hier aus, glaube ich.
Oder? Also das ist auf jeden Fall zu tief, aber ich könnte... ich glaube, das ist nicht überlebbar. Oder? Müssen halt irgendwie versuchen, auf diesen Stein hier zu droppen, den da. Oh. Ich glaube, wenn ich mehr HP habe, geht das. Habe ich nicht volle HP gehabt gerade? Ach, habe ich echt nicht. Scheiße. Der Winkel war richtig gut. Das ärgert mich jetzt gerade, weil ich weiß nicht, ob ich den nochmal so entspannt schaffe, den Fall. Mist. Und ich weiß noch nicht, ob es überhaupt der richtige ist. So, dann nochmal ein Stück zur Seite und so. Oh nein, jetzt ist sie abgeprallt. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich den Fall nochmal so gut schaffe wie gerade. So, okay. Scheiße. Oh Mann, ich habe ihn einmal richtig hinbekommen und dann hatte ich in dem Moment nicht genug HP. Grrr. Das ist richtig ärgerlich jetzt. Weil das. So. Ein Stück weiter so. Und jetzt aber. Oh, wieder ein Pixel drin. Es ist safe nicht die richtige Art und Weise, das zu lösen, aber es ist die einzige, die mir jetzt gerade einfällt, ganz offen gestanden. So, ich will. Meine Kopf zeigt noch zu viel da, Kopf zeigt da, das müsste jetzt gehen. Jetzt war ich wieder nicht nah genug dran. Okay, ich probiere es noch so zwei, drei Mal. Ansonsten würde ich erstmal darauf verzichten, das auf diese Art und Weise zu probieren. So. So, das ist jetzt, glaube ich, die nächste Position dran, die wir bisher hatten. Das gibt's doch nicht. Wieso habe ich das einmal gerade so gut hinbekommen? Und jetzt seitdem wieder nicht mehr. Das ist doch ätzend. Es ist doch nicht so schwer, auf diese eine Scheißkante da zu droppen. Komm schon, Julian. Streng dich bitte an. Okay, ich lasse es bleiben. Das ist mir gerade echt zu blöd. Mich würde natürlich interessieren, was da ist. So, gar keine Frage, aber. Ah, ein Secret. Da haben wir es. Das ist drittes Secret. Jetzt interessiert mich natürlich, was ich dafür kriege, das dritte Secret zu finden. Ah. Ja, mein Drang ist groß. Mal. Gut, wir sind jetzt eh fast vorm Ende des Parts. Ich würde ansonsten offscreen einfach mal noch weiter probieren. Na, geht doch! So. Nein! Ach, Mann. Es funktioniert nicht, okay. Aber von hier aus komme ich da auch nicht hoch, ne. Es geht über irgendwelche komplizierten Sprünge und Winkel, aber ich wüsste jetzt gerade aus dem Kopf nicht, wie sonst. Außer über den und dann zu rutschen. Nee. Never. Nee, es geht nur über diese Plattform. Ich muss irgendwie auf diese Plattform genau unter mir kommen. Aber wie, außer das, was ich gerade probiert habe. Die einzige Möglichkeit, die mir einfällt. Beziehungsweise man könnte halt über diese ganzen Schrägen. Wahrscheinlich muss ich von da aus irgendwie auf diese Schräge, von der Schräge dann dahin, auf die Schräge, auf die Schräge, auf die Schräge, auf die Schräge und von da aus komme ich auf die Schräge und dann bin ich hier. Wahrscheinlich ist es wieder so ein richtig abgefuckter Sprungscheiß. Oder, oh mein Gott, ich hab's. Ich glaube, ich hab's. Das will ich jetzt nochmal probieren. Dann speichere ich nochmal, egal. So, ich mache den nochmal und diesmal schaffe ich es auch ganz easy beim dritten Versuch, das weiß ich. Das ist nämlich sehr, sehr einfacher. Mann, dreh dich doch nicht! Oh. Okay, ich will euch kurz erklären, was ich vorhabe und dann probiere ich es, glaube ich, offscreen weiter. Ich will auf der wieder landen, dann springe ich einmal geradeaus, um auf die Schräge da zu kommen, die mich in die andere Richtung lenkt. Dann springe ich geradeaus und links und müsste dann ja genau dort landen, und zwar ohne zu viel Fallschaden.
So quasi und jetzt so. Oh. Das ist eine Schräge in die Richtung und nicht in die. Und das hier ist auch gar kein Boden, wo ich drauf stehen kann. Das ist ja viel zu schräg. Ach, das sind ja gar, das ist ja überhaupt nichts, wo ich drauf stehen kann hier. Nee, ist mir zu blöd. Wir lassen das bleiben. Wir wissen, wo das dritte Secret ist. Ich habe jetzt keine Lust, ranzukommen. Liebe Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Beim nächsten Mal gehen wir da hinten durch das Tor und haben dann safe ein bisschen mehr Fortschritt. Also bis dann und auf Wiedersehen.